Despite having started out as a jazz musician and kraut rocker, it was early on that Pete Namlook discovered his soft spot for electronic music. After visiting the Omen in Frankfurt in 1991, he was so infected by the contagious energy of the techno crowd that he decided to produce his very own techno tracks. Shortly afterwards, he founded Fax Records and produced some trance classics under the names of Four Voice, Sequential, or even Hearts of Space, together with Pascal Fios. Today, he's able to look back on over 200 releases with Fax Records, and the early trance sound has long developed into ambient and chill out. Apart from music, it's nature and a certain kind of isolation that are really rather important to Pete. Thus, in 1997, he left the hectic of Frankfurt behind him, and since then lives in the more introspective town of Traben-Trarbach in the Hunsrück region. Ich habe das Glück, dass ich oberhalb auf einer Kuppe lebe, dann auch noch auf dem höchsten Punkt in einem Haus mein Studio habe. Das hat einfach den Vorteil, in vollkommener Ruhe zu arbeiten, wie man unschwer jetzt an den Flugzeugen hört, die selten fliegen, ja, aber die man natürlich überall auf der Welt hat. Man kommt mehr zu sich, man kommt mehr auch zu dem Wesentlichen des Klangs. Und wie bestimmte Dinge in der Natur funktionieren, ja. Und diese ganzen organischen Vorgänge beeinflussen natürlich auch die Musik, ja. Man fängt an, Dinge intensiver zu beobachten und sieht, dass, wenn man zum Beispiel eine Wiese sieht, ist es einfach, wenn man keine Ahnung hat, eine grüne Fläche, ja. Dann geht man immer näher ran und man merkt, man nimmt immer mehr verschiedene Pflanzen wahr, ja. Und dann geht man noch näher ran und dann erkennt man, dass jeder einzelne Grashalm verschieden ist. Und dass es unheimlich schwierig ist, wenn man versucht, das in Musik zu fassen, dass es unheimlich schwierig ist, das zum Beispiel in der Musik abzubilden, ja. Weil es letzten Endes grob gesehen immer das Gleiche ist, aber nie dasselbe, ja. Es ist immer in Bewegung. Die gleiche Bewegung gibt es kein zweites Mal. Das ist auf der einen Seite eine vergängliche Sache, die auf der anderen Seite sich aber in immerwährender Veränderung wiederholt. Und man beobachtet einfach verschiedene Phänomene. Und dann kommt man halt zu einem Garten, in dem man sagt, okay, ich möchte mich jetzt auch noch selbst ernähren. Ich möchte nicht nur selbst kochen, was ich sehr gerne mache, was man ja auch anhand von Ambient Cookbook und so weiter gesehen hat, sondern ich möchte auch jetzt die Pflanzen selbst anbauen, aus dem Saatgut im Prinzip letzten Endes eine Ernte haben, die ich selbst verwerte. Und dann kommt man langsam zu den Zusammenhängen. Wie ist das? Wann fängt das Frühjahr an? Wann hört der Frost auf? Wann kommen bestimmte Insekten? Wie ist der ganze Lauf dieser Natur? Das ist ein unheimliches Geschenk. Und es ist keine Sache, die ich sag mal so dogmatisch sehe und gedacht habe, das will ich jetzt lernen, das ist jetzt so eine Wissenschaft für mich, sondern es hat sich für mich einfach ergeben. Und dann bedingt es und beeinflusst es natürlich auch die Musik und das weitere Leben. Ja. With around 60 pseudonyms and collaborations with people such as Bill Laswell, Klaus Schulze or Richie Horton, one might ask which alter ego actually shows the real Pete Namlook. It's primarily in the area of ambient and chill out that Pete has really left his impressive musical mark. However, reducing him to this one direction doesn't do his musical spectrum justice. Ich bin jemand, der permanent sucht und forscht und versucht immer noch Dinge zu verbessern, sich auch immer noch von neuen Klängen überraschen lässt, ja. Und einfach die Ohren aufhält, ja. Und dadurch arbeite ich auch mit vielen verschiedenen Leuten zusammen, weil jeder hat seinen eigenen Stil, jeder hat seine eigene Art, Musik zu sehen, Musik zu erfahren und Musik zu machen. Und aus allem kann ich auch immer was lernen, genau wie die mit Sicherheit auch was mit nach Hause für sich nehmen, ja. Und
das ist der Weg, wie man immer innovativ sein kann, wie man immer weiter innovativ Dinge neu beleuchtet, neue Dinge findet, neue Experimente startet und so weiter. So sehe ich mich nicht als jemand, der jetzt eine bestimmte Musik macht und fertig, sondern ich bin jemand, der Musik und naturforschend ist, ja, in gewisser Weise, weil mir die Natur sehr viel geholfen hat und das für mich auch natürlich ein Top-Ausgleich ist. Wir brauchen es hier nicht auf irgendeine abgehobene Ebene zu bringen. Ich arbeite ja sehr viel im Studio und dann ist für mich auch ein super Ausgleich, im Garten zu arbeiten, Unkraut wegzumachen oder ja, und dort einfach auch meinen Gedanken nachzugehen. Bringt mich meist mit Ambient alleine in Verbindung oder genau mit diesem Wort. Und ich wehre mich nicht dagegen, weil die Leute natürlich, wie natürlich auch schon viele Künstler gesagt haben, gerne eine Schublade brauchen, in die sie gewisse Dinge stecken können. Ja? Nun ist es klar, dass Fax nicht mit Ambient oder Chillout angefangen hat, sondern mit Dance Music, mit Trance damals und war dort recht innovativ tätig mit Melodien und Flächen und so weiter, was durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen DJs zustande kam. Und ich muss sagen, dass dieser Ambient-Begriff, der war natürlich einfach zu benutzen, weil viele Leute oberflächlich gedacht haben, es passt vielleicht zu Brian Eno. Ja, ich kann dazu sagen, dass ich von Brian Eno als einziges kannte die Zusammenarbeit mit Cluster, die für mich aus diesem Krautrock, sogenannten Krautrock-Zusammenhang kam, und das andere als Musiker bei Roxy Music. Die ganzen Ambient-Sachen, die er gemacht hat, habe ich mir dann später gekauft. Und Ambient, wie er es definiert, und er hat nun mal diese Definition geschaffen, ist Musik, die mehr oder weniger wie eine musikalische Tapete funktioniert, die im Hintergrund bleibt, die eher, ich würde sagen, der Umgebung dient, als für sich selbst eine Aussage zu treffen. Ja, und bei meiner Definition von Ambient, die mit dieser Art von Ambient nichts zu tun hat, geht es eher um eine Reise. Es geht um intensive Gefühle, die transportiert werden. Es geht um Umweltmusik, es geht um Jazz, es geht um Ethno, je nachdem, welches Projekt das ist. Ja? Und man muss da ganz klar unterscheiden zwischen Ambient im Techno-Szenen-Zusammenhang. Das beginnt in meinen Büchern 1991 mit KLF Chillout, dem Album. Ja? Und auf der anderen Seite Brian Eno, ja, wo das eine rein, ehrlich gesagt, konzeptionelle Sache ist. Ja, und mit der konnte ich mich auch nie verbinden, weil es eine Musik ist, die geht durch mich durch. Die soll ja auch nicht berühren, die soll nicht bewegen, sondern die ist nur einfach da, als Ambiente. Ja, und deshalb bin ich froh und immer offen für neue Beschreibungen dieses Genres. Und eher sehe ich mich im Zusammenhang mit Chillout, weil selbst auf der ersten KLF-Scheibe waren schon so Sachen wie Environmental Music, ja, es waren Sachen wie Dub drauf und. Es ist eine sehr interessante, sehr intelligente Scheibe gewesen.
Man könnte meinen, dass der Konzeptgedanke bei meiner Musik auch sehr stark ist. Es ist weniger der Konzeptgedanke als mein vielseitiges Interesse an vollkommen verschiedenartiger Musik. Ich habe einmal den Fehler gemacht, als ich begonnen habe, eigene Platten zu veröffentlichen mit Romantic Warrior. Ja, das war damals mein Projekt, Anfang der 80er Jahre. Dass ich auf eine CD verschiedenste Genren draufgebaut. Es war so ein musikalischer Gemischtwarenladen. Ja. Nun hatte ich so viele Ideen angesammelt, bevor ich in diese Techno-Szene reinkam, ja, die im Prinzip alle ihren eigenen Outlet gesucht haben. Ja, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich hier Silence, die ganz ruhige Schiene, die Klassik ethno-orientiert ist. Jetzt habe ich eher, wo ich sage, das ist eher Jazz, französische Stimmen orientiert und so weiter, auch ab 1992. Oder ich habe Namlook, da geht es mehr um meine Live-Auftritte oder um Impulse, die ich einfach auch an die Szene geben möchte, bezüglich neuartiger Musik oder dem, wo ich sage, das ist eher mal ein Experiment, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so interessant für die anderen Leute. Manche folgen dem, manche anderen sagen, ach nee, das ist mir zu abgefahren. Ja, wie New Organic Life Serie zum Beispiel, die ja nur mit granularer Synthese gemacht wurde. Ja, und so ist es mehr so, dass diese verschiedenen Projekte den verschiedenen musikalischen Interessen von mir folgen. Ja, und da ist dann eher der Effekt, dass verschiedene Hörer sagen, ich mag eher diese Dark Side of the Moog Serie mit Klaus Schulze oder ich mag eher das Dubbige und ein bisschen Düstere mit Bill Laswell, sei es jetzt Psycho Navigation oder Outland, ja. Und das macht mir viel Spaß, ja, diese einfach auch frei zu sein in der Wahl der musikalischen Gestaltung, auch in der Wahl der Instrumente. Ja, ich bediene mich nicht nur elektronischer Instrumente. Ja, ich kann auch mal auf irgendwelchen Töpfen rumschlagen oder eine Auto-Harp nehmen oder Gitarre oder am Schlagzeug sitzen und ein paar Klänge machen. Alles ist Klang. Die Welt ist Klang. Ja. Bezüglich meines Studios ist es einfach so, dass ich gerne ohne Einschränkungen arbeite. Ja? Diese Grundidee war für mich am Anfang, wirklich jeden erdenklichen Sound auch abbilden zu können. Ich habe natürlich alles, was ich verdiente durch Fax, in meine Instrumente gesteckt, ja, um das zu erweitern, um noch mehr Soundmöglichkeiten zu haben, um nicht eingeschränkt zu arbeiten. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, mit bestimmten Synthesizern, bestimmten Klangerzeugern arbeite ich gar nicht so oft. Ja. Und bin mir selbst auf die Schliche gekommen und habe gesagt, okay, zum Sammeln bin ich jetzt nicht hier ins Studio gekommen. Ich wollte eigentlich Musik machen. Ja. Und habe dann begonnen, bestimmte Synthesizer zu verkaufen und andere zu behalten. Das ist natürlich ein vollkommen eigenes, spezielles Ding. Ich habe zum Beispiel die ganze Korkschiene verkauft, ja, wo andere sagen, der MS-20, das ist die Grundlage meines Sounds. Ja. Für mich war der MS-20 nicht so wichtig. Für mich sind Dinge wie Oberheim, 4-Voice, 8-Voice oder 2-Voice sind für mich wichtiger als andere Geräte. Es ist eine persönliche Präferenz. Ich bin ein Technik-Nerd, das ist klar. Ich höre immer gern hin, wenn es heißt, da gibt es das Neue und das und das und das. Und ich bin auch so ein Verrückter, der so ein Plugin wie Renovator kauft, was genauso viel kostet wie ein ganzer Computer. Ja? Weil es einfach etwas kann, was alles andere nicht kann. Ja? Ich kann bestimmte Klänge aus einem ganzen Mix rausholen, ohne dass man hört, dass es jemals in einem Mix drin war. Oder ich kann einen fertigen Mix nachbearbeiten, wo auf einmal ein Knackser drin war, weil aus irgendeinem Grund irgendein Computer gesponnen hat, ohne dass der Rest des Mixes beeinflusst wird. Ja?
Und da ist die Entwicklung natürlich ins Unendliche. Für mich ist auch nicht wichtig, nur mit analogen Synthesizern zu arbeiten, ja, oder digitalen Synthesizern. Ich finde bestimmte Instrumente wie Reaktor zum Beispiel im Rechner äußerst innovativ und wunderbar, weil es auch ein offenes System ist. Ich kann mir meine eigenen Synthesizer und eigenen Sequencer dort selbst zusammenbauen, ja. Und auch so Dinge wie Ableton Live geben mir eine große Geschwindigkeit in der Art zu arbeiten und natürlich auch moderne Verarbeitungsmöglichkeiten bezüglich des Klangmaterials. So ist alles, dient alles letzten Endes meiner Klangvorstellung und nicht irgendwie einem Dogma, jetzt nur analog oder nur digital oder nur mit dem Rechner zu arbeiten, weil es so toll ist, weil ich alles mitnehmen kann, ja. Was mir wichtig ist, dass meine Musik nicht einfach nur ein Hintergrund ist. Ich möchte nicht nur musikalische Wandtapeten machen. Das ist nicht mein Ding. Ja? Ich möchte was auslösen. Was, wie der Hörer das dann nachher aufnimmt, wie der das für sich umarbeitet, auf welche Reise er geht, ja, kann ich nur sagen, hier ist die Landkarte, aber wo du hinfährst, ist deine Sache. Ja? Und so versuche ich auch nicht verkrampft irgendeine Message rüberzubringen, sondern auch wenn Worte in der Musik sind, auch wenn vielleicht Gesang drin ist oder Gesprochenes in irgendeiner Form, dann ist es doch vielseitig deutbar und jeder kann seinen eigenen Weg darin suchen. Ja? Aber ich möchte nicht mit meiner Musik eine Gleichgültigkeit hervorrufen. I want to believe. What do you say? Something is real and something is false. Tell me some lie and I feel well. What is true?